Projekt militärischer Zugang wurde umgesetzt. Jetzt haben wir auch militärischen Zugang und wir haben wieder einen freien Projektplatz. Oh, und wir können einiges in der Diplomatie machen. Wir könnten die öffentliche Diplomatie machen. Oder Botschafternetzwerk. Botschafternetzwerk. Beziehung zu allen plus 3. Kriegstreibermodifikator nochmal minus 1. Finde ich total gut und passt super zu diesem Diplomaten-Siegziel. Ja, ich gucke nochmal gerade. Siegsbedingungen. Qualitative internationale Beziehungen. Die wären hier unten. Ah, da brauchen wir hier, das müssten wir erforschen, da brauchen wir aber sehr viel mehr Aktionspunkte für. Oder wir arbeiten an der öffentlichen Diplomatie. Ein Index für menschliche Entwicklung plus 1. Unzufriedenheit, Zielwert in Provinzen. Na, und BIP-Wachstum. Das BIP-Wachstum könnten wir uns jetzt mittlerweile locker leisten mit plus 0,13%. Oder sollen wir nochmal an Infrastruktur oder anderen Sachen gucken, was wir noch haben? Oder möchtest du bei Diplomatie weitermachen? Es hat uns auf jeden Fall diese diplomatische Mission eingebracht, die echt ganz gut ist. Also finde ich auch, zumal wir dort auch noch so ein paar weitere Entwicklungsschritte haben, die ich auch ganz gut finde. Zum Beispiel, wenn wir dann mit der Wirtschaftsdiplomatie weitermachen, könnten wir auch unsere wirtschaftlichen Beziehungen noch verbessern. Insofern. Wo siehst du Wirtschaftsdiplomatie? Genau. Und dann kämen auch die Wirtschaftskooperationen. Also, das wäre so eine. Und spätestens mit dem Chefverhandler sind wir, glaube ich, dem Diplomatensieg jetzt noch nicht, also doch ein Stück näher gekommen. Also öffentliche Diplomatie oder Botschafternetzwerk? Die öffentliche Diplomatie steht schon super lange auf der Liste, deswegen müsste eigentlich die dran sein, aber wenn ich die Wahl habe, das Botschaftsnetzwerk finde ich eigentlich auch ganz cool. Zumal wir ja vom Botschaftsnetzwerk zu den Konsulaten dann auch die Spione haben. Gut einsetzen können. Das stimmt. Kostet uns halt auch wieder Ressourcen, Metalle, aber da wäre jetzt vielleicht nochmal, weil Metalle haben wir jetzt auch schon länger einen Negativwert, aber ich glaube, wir können hier nichts machen. Wirtschaftlicher Fokus sind wir auch überall geblockt. Wir hätten noch bei Finanzsystemen freies Bankwesen. Neu. Verbesserung des finanziellen Ratings. Das finde ich sehr verlockend. Ja, das finde ich gut. Aber irgendwann brauchen wir doch mal eine nationale Währung, finde ich. Und trotzdem würde ich das finanzielle Rating, die Verbesserung voranstellen. Okay, machen wir finanzielles Rating. Nee, können wir nicht. Wir haben keine Bürokratie und wir haben keine Digitalisierung der Bürokratie. Oh mein Gott, achso, wir brauchen Verwaltung. Ich habe auf das Falsche geklickt, Entschuldigung. Das war Etaismus. Dann kommt Bürokratie. Ich habe auf das Falsche geklickt. Aber ja, IME, was mehr Einnahmen von AP gibt und BIP steigt noch weiter. Also, ja. Lass uns das machen. Finde ich gut. Stell dir vor, wir hätten das bei Democracy 4 gehabt. Ja. Was wäre das gewesen? Oh, Unruhestifter.
Oh, ihr schamloses Auftreten und der Mangel an Respekt für das verstorbene Staatsoberhaupt wurde von den Trauergästen definitiv bemerkt. Ich denke, das war nicht gerade ihre beste Darbietung. Ach, komm schon. Wir kriegen 5 Punkte immerhin, Beziehungen zu Ländern außerhalb des Blocks minus 3. Ach ja, mein Gott. Was haben wir denn gemacht? Wir haben doch jetzt extra den großen Auftritt und das war das Problem, oder? Ja, genau. Ah. Das war's. Okay, also Understatement. Ja. Merken, genau. Ja, ich klicke mal gerade auf so ein anderes Blockaktion. Sind wir noch 94 Tage geblockt? Wir könnten überlegen, welchen wir denn als nächstes. Also, wir könnten halt. Indonesien liegt bei liegt bei 105. Diplomatische Mission ist halt plus 40. Das ersetzt Wohlwollen, nicht Wohlwollen, sondern Beziehungen verbessern. Und der Grundwert ist 75 und nicht mehr 65. Das ist halt schon wirklich cool. Definitiv. Wir könnten hier eine diplomatische Mission machen, wenn wir die haben wollen. Bei... Ups. Japan haben wir... Nee, ich möchte sie nicht angreifen. Japan haben wir 95 Beziehungen. Da würde auch diplomatische Mission reichen. Weil wir haben da, glaube ich, die Investitionen umgesetzt. Das heißt, diplomatische Mission... hinschicken und dann könnten wir fragen, ob sie nicht dem Block beitreten wollen. Haben wir wir haben keine Wohlwollenspunkte. Aber wir könnten Wohlwollen erlangen gemeinsam damit. Und wir könnten 10 unserer Investitionspunkte geben, weil wir da schon länger investieren. Ja, das klingt gut eigentlich. Ja, das gefällt mir. Okay, dann machen wir diplomatische Mission für 30 mit 80%. Mhm. Und Wohlwollen erlangen. Wir könnten auch Investitionspunkte, um uns auf 95 zu erhöhen. Das würde ich tatsächlich auch machen. Ach nee, wir haben nicht genug Aktionspunkte. Verdammt. Wir müssen noch 4 Tage warten. Dann haben wir wieder Aktionspunkte. Das ist schnell vorbei. Jetzt. Und dann machen wir Wohlwollen erlangen. Und da würde ich auch 15 Investitionspunkte. Oder lassen wir es auf 85. Weil wir haben dann, glaube ich, nicht mehr genug Investitionspunkte, um unsere Chance zum Blockbeitritt zu boosten. Ja, das wäre blöd, das stimmt. Ja. Also würde ich das so annehmen. Parsec, was meinst du mit, was haben die Tschechen da angestellt? Das liegt an mir, in meinem Kommentar davor. Ah, okay. Es geht um die Tschechische Republik und deren Herausforderungen, die sie gerade mit China haben. Ich will das jetzt auch gerade gar nicht weiter ausbreiten, sondern mal einen Artikel in den Chat stellen. Da können wir uns gerne noch mal ein anderes Mal drüber unterhalten, aber das würde einfach zu weit gehen heute. Also übernehmen Sie Kontrolle über die Wirtschaft, erreichen Sie 30 Interventionismus. Das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte nicht 30 Interventionismus, weil wir dann Richtung autoritär rutschen. Wir würden dafür 2500 AP kriegen. Aber diese Aufgabe würde ich aufgeben. Man kriegt ab und zu mal solche Aufträge, aber ich möchte eigentlich nicht die Demokratie verlassen. Besonders nicht als Neuseeland. Aber es ist interessant, man wird so ein bisschen in diese Richtung geködert. Aber ich würde hier jetzt auf Aufgeben klicken. Ja.
bestätigen. Habe ich bestätigt. Ja. Diplomatische Mission ist fehlgeschlagen. Na, schade. Sehr, sehr schade. Was ist hier per... Oh, wir haben eine Wahl. Stimmt, die Wahl im September, na klar. Aktuell also Interventionismus aktuell 7, Ziel 3, ändern minus 3. Sind das Wahlversprechen oder aktuell 2, Ziel 6, ändern 3, aktuell 0, Ziel 4, ändern 3. Hier verschieben sich gerade irgendwie die Werte. Ich verstehe es nicht ganz. Ich würde mal auf alle annehmen klicken und mach mal auf Pause. Mhm. Also Namibia hat sich der Union von Südafrika angeschlossen. Und dann gehe ich mal auf das Parlament. Da haben sich anscheinend die Sitzverteilung ein klein wenig links außen. Ich weiß nicht mehr, wie es vorher war. Das wäre interessant, das mal zu sehen. Aber die Sitzverteilung haben sie ein klein wenig geändert. Aber nicht viel. Ich habe so das Gefühl, dass da nicht so richtig viel Auswirkungen bei ist, aber vielleicht, weil wir eine Demokratie sind und wir ganz, ganz viele Dinge tun, die, wo viele Leute eher zustimmen mögen, dass das nicht so schlimm ist. Unsere Wirtschaft geht gerade ab. Also. Ja, und ich glaube, wir haben bisher auch nichts gemacht, wo das Parlament nicht zu 100% zugestimmt hat. Also ja, es gab, glaube ich, ganz am Anfang mal in der letzten Woche irgendwie so ein paar Sachen, die bei 70% oder 80% waren. Dann haben wir beeinflusst, haben wir das Parlament beeinflusst. Aber seitdem haben wir wirklich fast nur Sachen, die gut finden. Ja. Oder haben wir nur Sachen, die gut finden. Ja. Wohlwollen erlangen wurde erfolgreich in Japan umgesetzt. Jetzt haben wir ja in Japan haben wir Wohlwollenspunkte, die hier nicht angezeigt werden anscheinend. Aber leider Beziehungen 87. So ein Ärger. Tja, wollen wir Indonesien als nächstes probieren? Ja, gerne. Das heißt, positive Aktionen. Warte mal. Indonesien. Achso, ich habe schon ausgewählt, ne? Wo wird mir... Indonesien. Da haben wir kein Wohlwollen und keine Investitionen haben wir da getätigt. Wir haben schon wieder so wenig Aktionspunkte. Und unser Projekt wird gleich umgesetzt. Ja, probieren wir ganz simpel einfach diplomatische Mission, oder? Ja. Ah, und wir haben Investitionspunkte. Würde ich davon 10 investieren, um auf 80% zu kommen. Und das ist alles. Schauen wir mal, ob es klappt. Genau. Gemeinsame Investitionen wurden umgesetzt. Wir haben wieder ein Projekt beendet. Sehr schön. Ja, Metalle und Brennstoffe sind sehr niedrig. An der Stelle sollten wir irgendwas tun. Was können wir machen? Wir können... Für Diplomatie haben wir nicht genug. Aktionspunkte haben wir irgendwo... Wir hätten für die Gegenspionagebehörde zurzeit... Was? Ich klick mal durch, ob wir uns irgendwas anderes leisten können. Ja, Schulpropaganda, etwas, was wir nicht machen wollen. Ideologie, wir könnten uns den Egalitarismus leisten.
und Arbeitslosenunterstützung. Okay, wollen wir eher in so eine ideologische Richtung oder in was Praktisches gehen? Ich kann auch nochmal durchgehen. Militär, da Militärpolitik könnten wir uns noch leisten. Fügen Sie eine grundlegende Militärpolitik ein, um Ihre Armee unter Kontrolle zu halten. Ja, das finde ich gut. Dann könnten wir halt auch, dann könnten wir auch den ganzen Ausbildungsbereich ein bisschen und ausbauen. Und es gibt nochmal IME für relativ wenig. Ja, das gefällt mir. Also machen wir das. Und das geht auch relativ schnell, damit wir da auch noch mehr Auswahlmöglichkeiten haben. Ja, und dann sind wir wieder runter auf 23 Aktionspunkte. Und wir verlieren Metalle und Brennstoffe. Beraterverträge. Büro für auswärtige Angelegenheiten. Der Beratervertrag ist ausgelaufen. Wir müssen einen neuen unterzeichnen. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder Julia Schneider, AP-Einnahmen plus 10%. Verlockend. Oder Carolina Santos, Unzufriedenheit, Zielwert in Provinzen mit nicht akzeptierten Kulturen, minus 5% haben wir gar nicht. Nicht akzeptierte Kulturen. Ja. Wir also könnten auch weiter suchen, aber ich bin tatsächlich hier. Ab hier Einnahmen. Ja. Gut, dann haben wir sie verpflichtet. Und da gehen auch unsere AP direkt mal hoch. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Belana, gute Nacht. Schön, dass du da warst. Gute Nacht. Schlaf gut. Ach, und noch ein Schlückchen. Dankeschön. Einmal Wassermarsch. Prost, Belana. Gute Nacht. Auf dich. Diplomatische Mission wurde erfolgreich in Indonesien umgesetzt und wir haben einen Wohlwollenspunkt erhalten. Großartig. Das heißt, wir haben einen Wohlwollenspunkt. Wir könnten jetzt Wohlwollen erlangen, probieren oder direkt 38, in 38 Tagen können wir, also machen wir Wohlwollen erlangen, probieren wir direkt, ne? Ja. Wir haben nicht genug Aktionspunkte. Bei den Investitionen brauchen wir ja auch Aktionspunkte, oder? Investitionen können wir einfach so machen. Ah, da brauchen wir 25. Wir haben nur 23. Ja. Na gut. Aber wir haben da schon mal investiert. Dann müssen wir wieder abwarten. Wir haben da schon investiert. Aber ich würde jetzt tatsächlich einmal nur einen Monat abwarten. Beziehungsweise, ich würde keine anderen Sachen ausgeben. Wir haben einen Wohlwollenspunkt. Und wir haben Investitionspunkte. Und das sollte uns für das Block hinzufügen echt alle Boni gewähren. So. Noch 27 Tage. Ich würde mir das gerne angucken. Wir brauchen 25 Investitionspunkte und wir haben nur 11. Das heißt, ich würde mal investieren. Und Wohlwollen erlangen. Beides. Ja. Okay. Und dann würde ich wahrscheinlich nur Investitionspunkte ausgeben, um das auf 80 zu erhöhen und die Wohlwollenspunkte behalten. Und dann positive Aktionen, Wohlwollen erlangen. Wieder nicht genug Aktionspunkte. Tod eines umstrittenen Politikers. Eine der kontroversesten Figuren unserer politischen Szene ist kürzlich verstorben. Er war ein prominenter Regierungsgegner, aber gleichzeitig auch ein Patriot mit einer großen Gruppe loyaler Anhänger. Sie wollen, dass er ein offizielles Staatsbegräbnis erhält. Eine ebenso große Gruppe ist allerdings dagegen, ihm diese Ehre zu erweisen. Wir halten all unsere Patrioten in Ehre, egal welche politischen Ansichten sie haben. Ein Generalplatz weniger, AP minus 50, oppositionelle Partei
rechts außen, oppositionelle Partei. Achso, die werden negativ beeinflusst und beeinflusste Partei links außen und beeinflusste Partei Mitte links kriegen einen Boost wahrscheinlich. Er war ein Feind des Staates. Das letzte, was wir brauchen, ist ein Schrein zu seinem Gedenken. Unzufriedenheit plus 7. Oppositionelle Partei links außen. Oppositionelle Partei Mitte links. Rechts außen und Mitte rechts werden positiv beeinflusst. Tja. Das ist mal wieder ein Dilemma mit sehr wenig Informationsgehalt. Ja, das ist... Mir gefallen also diese Antworten nicht. Genau, mir gefallen die Antworten irgendwie auch überhaupt gar nicht. Aber vielleicht gehen wir einfach so vor, dass wir beide erklären, warum wir die Antworten nicht gut finden. Und dann überlegen wir uns, welche wir weniger schlecht finden. Mhm. Fängst du an? Soll ich anfangen? Ja, ich fange gerne an. Wir halten alle unsere Patrioten in Ehre, egal welcher politischen Ansicht sie haben. Das würde ich nicht unterschreiben. Egal welche politischen Ansichten sie haben, in Klammern, wenn sie nicht daran arbeiten, die demokratische Grundordnung abzuschaffen. Also, und aus den Verteilungen in den Parteien lese ich dann so ein bisschen, er war eher ein Linker, weil links außen und Mitte links sind positiv beeinflusst, wenn wir das machen. Mitte links und links außen positiv beeinflusst, fände ich jetzt nicht schlimm. Wenn es jetzt genau umgedreht wäre, und das lässt mich halt stutzen, ne? Wenn rechts außen positiv beeinflusst ist, dann möchte ich das unbedingt vermeiden. Also das ist halt so ein bisschen so ein Puh. Also er war ein Feind des Staates, das Letzte, was wir brauchen, ist ein Schrein zu seinem Gedenken, ist halt auch, ist zu extrem. Ich wüsste gerne mehr über diesen Typen. Nee, er ist eine kontroverse Figur. Okay. Will er einen Rechtsstaat abschaffen? Ja, nein. Genau. Da kommen wir genau zu meinen Punkten, die, glaube ich, das auch noch mal... Die eigentlich ein Punkt macht für mich beides deutlich. Ich weiß nicht, ob die Person, um die es geht, ob er einfach ein Politiker war oder ob er innerhalb des Staates in den Jahren davor irgendeine Funktion hatte. Also oh ja. Ob er irgendwie Regierungschef war oder irgendwas anderes, weil dann könnte man über ein offizielles Staatsbegräbnis schon nachdenken. Und für mich ist es tatsächlich auch keine Frage von rechts außen oder links außen. Und so ein Stück weit stellt natürlich jetzt auch die Art und Weise, wie das dargestellt wird, so ein klassisches Links-Rechts-Verhältnis, wie wir das vielleicht auch jetzt hier ab und zu im Chat haben oder in der Art und Weise, wie wir bestimmte Dinge kommunizieren, nochmal so auf den Kopf. Weil wie haben wir auf einmal jemanden links außen, der gleichzeitig ein Regierungsgegner ist. Aber Regierungsgegner heißt auch erstmal nicht, dass man ein Gegner des Staates ist oder der Demokratie oder des politischen Systems. Und hier sind für mich also 2 bis 3 Begriffe und Bereiche, die völlig ungeklärt sind, die mich jetzt hier würfeln lassen müssten, was hier das Richtige ist, weil ich mit beiden Argumentationen nichts anfangen kann. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Ist das irgendwie nachvollziehbar? Ja. Also wir wissen nicht, ob er ein Feind des Staates war, wir wissen, dass er ein prominenter Regierungsgegner war. Alle Patrioten in Ehre halten, finde ich irgendwie auch schwierig. Ja. Politische Ansicht stirbt. Nur weil jemand ein Patriot ist, kann er trotzdem Scheiße gebaut haben, weswegen er kein Staatsbegräbnis verdient hat oder dass das nicht befördert werden sollte. Ja, und politische Karrieren genauso haben natürlich immer ihre Licht- und ihre Schattenseiten.
Und da muss man wahrscheinlich auch so ein Stück weit abwägen, wen man in welcher Form ehrt. Das Blöde ist jetzt, wir können nicht einfach sagen, auf Wiedervorlage oder wir kümmern uns nicht drum. Wir müssen uns jetzt halt hier für eine der beiden Varianten entscheiden, die wir beide nicht gut finden. Und weil dem so ist, würde ich das nehmen, was uns die wenigsten Aktionspunkte kostet. Genau, Partex sagt es auch gerade, dann macht es wie jeder gute Spieler, schaut auf die Werte und ignoriert die Moral. Also das hier. Plus 7% Unzufriedenheit. Aber Unzufriedenheit plus 7 ist halt auch fett. Ja. Und Generalplatz ist uns eigentlich Wurst. Wir haben noch 6 leere Generalplätze. Ich wäre eher dafür, bevor ich 7% Unzufriedenheit nehme, 50 AP und auf dem Generalplatz können wir eh. Ist halt eh Wurst. Ja, ich bin bei dir. Und das ist tatsächlich keine inhaltliche Entscheidung. Ja, ist eine Werteentscheidung. Also nicht eine Werte, eine Spielwerteentscheidung und nicht eine Werteentscheidung. Zack. Ja. So. Wir hatten am Anfang des heutigen Abends gesagt, es kann durchaus sein, dass wir genau vor solchen Entscheidungen stehen, wo wir nicht so richtig wissen und wo wir auch Entscheidungen treffen, die wir eigentlich irgendwie nicht gut finden, die aber in dem Moment nicht anders gehen. Und ich glaube, das war ein schönes Beispiel dafür. Ja, definitiv. Was war die Entscheidung? Ah, die Entscheidung. Horst, die fragt gerade, was war die Entscheidung? Mein Browser ist abgeschmiert. Die Entscheidung war, ob wir ein Staatsbegräbnis für einen Patrioten, aber Regierungsgegner, aber kontroverse Figur. Und wir hatten viel zu wenig Informationen und wir haben dann nachher, wir haben uns dafür entschieden, da. Wir haben schlussendlich geguckt, was uns jetzt im Spiel am wenigsten schadet. Wir haben keine inhaltliche Entscheidung getroffen, weil wir irgendwie die inhaltliche Grundlage nicht tatsächlich irgendwie nutzen konnten für irgendwas. Und deswegen mussten wir jetzt aus der Spieldynamik entscheiden und haben gesagt, okay, minus 7 Unzufriedenheit ist uns so viel, aber auf die 50 Aktionspunkte verzichten wir. Und insofern war es die Variante A, für die wir uns entschieden haben, aus rein Spielüberlegungen. Und ja, man muss halt einfach auch Kröten schlucken, egal ob als Politiker in oder in jedem anderen Job, das ist halt so. Ich guck mal gerade so, was wir so haben. Wir sind so verhungert an Aktionspunkten. Okay, Ideologie könnten wir jetzt noch nehmen. Oder was außer Militärpolitik. Ah ne, oder Arbeitslosengeld. Also entweder Wehrpflicht. Die gibt uns ein erhöhtes Soldatenlimit um 1500%. Sozialpolitik, die Geld für Arbeitssuchende. Oder Ideologie, Egalitarismus. Ja, dann lass uns das nehmen. Den hier? Mhm. Unzufriedenheit, Zielwert minus 1. Das finde ich super. Persönliche Kontrolle auch minus 1. Dann können wir uns sogar eine persönliche Kontrolle leisten. Ja, dann machen wir es. Sehr gut. Okay. Und jetzt. Achso, der Monat muss einmal rumgehen und dann können wir genau, wir müssen hier mal oben drauf gucken. Wir müssen AP-Punkte kriegen. Wir könnten auch nochmal gucken, ob jetzt die Blockaktion freigeschaltet ist. Ne, noch 7 Tage. Dann können wir auch. Können auch bis zum Ende des Monats warten, weil wir brauchen auch für Einladung in den Block wahrscheinlich Aktionspunkte. Garantiert. 30. Und da sind wir schon im Dezember 2022.
So, wir brauchen 150, wir haben 146. Ja. Okay. Unsere Investitionen wachsen nur langsam. Wir könnten dann positive Aktionen und Wohlwollen erlangen machen. Ach, das kostet auch 150. Ja. Nächster Monat. Wir sind so dünn an AP. Das ist wirklich, wirklich schlimm. Ja, aber unserer Wirtschaft geht es richtig gut. Also. Ja. Pasek fragt auch gerade, ob wir, ob man aus totalitärer Staat auch politisch bzw. diplomatisch in dem Spiel gewinnen kann. Ich würde vermuten, nein. Das liegt aber nicht daran, dass ich die Spielsystematik an der Stelle erschlossen habe, dass ich mir die Spielsystematik erschlossen hat, sondern eher aus der Überlegung heraus, dass man als totalitärer Staat auf Dauer nur überleben kann, wenn einerseits Feindbilder geschaffen werden und auf der anderen Seite man immer weniger Abhängigkeiten zu anderen Staaten schafft. Und ich glaube, dass dann die politische und diplomatische Dominanz schwieriger zu erreichen ist als beispielsweise eine militärische Dominanz. So, Verbesserung des finanziellen Ratings wurde umgesetzt. Das heißt, wir haben den 1.1.2023. Wir haben in diesem Stream 2 Jahre geschafft. So, und jetzt würde ich die Aktionspunkte tatsächlich in die Blockaktion investieren. Wir haben einen Wohlwollenspunkt. Wir können Investitionspunkte draufwerfen und wir haben 75% Chance, dass Indonesien ja sagt. Ich würde das riskieren. Weil Erwerben von Wohlwollen, bis wir 2 Wohlwollen noch haben, kann auch genauso schief gehen. Und da haben wir auch, glaube ich, nur 75% oder 85%. Also ich würde hier Investitionspunkte ausgeben und dann tatsächlich die 75 riskieren. Dann hätten wir 4 Leute im Block. Lass es uns ausprobieren. Ich bin gespannt. So. Und jetzt haben wir noch 136. Dafür können wir uns wahrscheinlich nicht so viel... Wir haben bestimmt... Nee, bei Diplomatie nicht. Wir könnten die Gegenspionagebehörde, aber dann kriegen wir nur einen Spionageplatz mehr. Finanzsystem haben wir nichts. Innere Sicherheit haben wir nichts. Also man muss immer nach blauen Ausschau halten. Infrastruktur nicht, wirtschaftlicher Fokus nichts, Umwelt nichts, Bildung haben wir, die Schulpropaganda, Ideologie, wir könnten den Elitarismus, Sozialpolitik, und da haben wir wieder die Arbeitslosenversicherung, Militärpolitik, die Wehrpflicht, und ansonsten sind die anderen Sachen auch alle viel teurer. Ja, ich würde sagen, bei der guten Wirtschaft können wir eine Arbeitslosenversicherung machen, oder? Ja, die Arbeitslosengelder, ja. Unser IME geht auch echt... Achso, da kommen wir wieder dahin. Geht auch echt ab. Januar 2023. Also... Ja, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir so... Und ich meine, unsere Brennstoffe und auch Metalle, das sieht jetzt auch schon langsam düster aus hier mit den Metallen. Also eventuell... Wir hatten ja mal mit dem Ressort geliebäugelt, ne? Aber eventuell müssten wir hier mal... Ich gehe da nur mal drauf. Wirtschaft, nee, Industrie können wir hier... Schachtmine. Erforderliches Projekt. Modernisierung der Bergbauindustrie. Brauchen wir 1300 Aktionspunkte für. Puh. Fördern wir eigentlich mit Industrie mit
Tagebau fördern wir da auch. Okay, damit kriegen wir auch Metalle. Das könnten wir machen, da brauchen wir 1000 AP für. Naja, das würde ja jetzt bedeuten, die Vorspultaste zu bewegen und abzuwarten, bis wir, keine Ahnung, genug Aktionspunkte für irgendwas haben. Ja. Oh, Indonesien durchgeführte diplomatische Aktion zum Block hinzufügen ist fehlgeschlagen, was weitere Konsequenzen nach sich zieht. Schade. Tja. Aber dann würde ich mal sagen, halten wir mal ein bisschen die Füße still, damit wir Aktionspunkte einsammeln. Ja. Wir können ja auch, während das hier gerade so ein bisschen vorspult, mal kurz einen Blick auf die Uhr werfen, denn mir ist gerade aufgefallen, dass meine Augen langsam zufallen. Ja, es ist 20 nach 1. Abgefahren. Ja, aber dann ist das doch mal ein guter Zeitpunkt, wo wir ein bisschen spulen müssen, wo wir nächstes Mal einsteigen können. Das heißt, wir können es dann auf mittlerer Geschwindigkeit laufen lassen und dann einfach ein bisschen quatschen, bis sich APs angesammelt haben. Dann würde ich jetzt mal... Ja. Projekt Egalitarismus wurde umgesetzt. Dann würde ich doch mal sagen, als letzte Aktion wählen wir dann mal was aus. Und ich schätze, wir müssen irgendwas machen, was uns bei... Ja, ich denke mal, öffentliche Diplomatie liegt jetzt schon so lange rum, oder? Wir haben auch immer noch keine nationale Währung. Das stimmt allerdings. Und die können wir uns im Moment nicht leisten, weil da brauchen wir 380 AP für. Aber die haben wir auch gleich. Das stimmt. Aber wenn wir hier die öffentliche Diplomatie wählen, bis das nächste Projekt beendet ist, haben wir locker 380 und können die freie Währung nehmen. Dann los. Also, öffentliche Diplomatie setzen wir um. Ja, dann kann ich das ja auch von meiner Liste streichen. Ja, dann sind wir wenigstens bei einer Siegesbedingung mal einen kleinen Schritt nach vorne gekommen. Hier, aber das wird sicherlich noch mehr sein. Wir sind hier oben bei 1%. So, und ich lasse es jetzt auf Pause und mache mal Spiel speichern. Und das ist Stream 2. Heute ist 2020, 12. 21 war gestern. Nee. 22, genau. 12, 2, 2, 2. Genau. Achso, Bindestrich macht er nicht. Alles klar. Aber ein Leerzeichen. Wie schön. Dann ja, wir werden auf jeden Fall noch dann nochmal irgendwie in der kommenden Woche gucken oder bis nächste Woche schauen, so über die Weihnachtsfeiertage, wie das mit diesen Aktionspunkten funktioniert. Vielleicht liegt es auch daran, dass das jetzt die Beta-Version ist, dass da noch nicht so viel da ist. Also das Balancing ist längst noch nicht ausgegoren. Das sagen sie auch auf jeden Fall, je nachdem, welches Startland man nimmt. Aber es ist auch so ein bisschen gewollt ein Stück weit. Als Neuseeland kann man halt nicht so viel machen. Worauf jetzt, wir haben jetzt nur einmal geguckt, ne? Wir hätten jetzt auch mal bei Blockoperationen noch mal gucken können. Ask for governmental assistance. Ja, und jetzt hat Australien einfach mal genug Aktionspunkte. Ja, wir hätten auch noch die Möglichkeit, nach Ressourcen zu fragen. Ja, das stimmt. Das wäre vielleicht auch nochmal irgendwie... Ja, aber das hier würde ich vielleicht schon einfach mal anschmeißen, damit wir es nächstes Mal nicht vergessen. Wir haben jetzt keine Investitionspunkte und kein Wohlwollen. Mhm. Aber ich würde das annehmen und vielleicht kriegen wir einfach mal 2500 AP. Und nachdem wir diesen tollen Trick gefunden haben, fragen wir mal beim anderen Partner... Die haben richtig viel. Und da können wir sogar Investitionspunkte ausgeben. 85. Das würde ich jetzt auch machen. Dann
Ja. Und den Rest würde ich, also ich bereite jetzt schon mal vor, hier investieren wir mal, damit wir Investitionspunkte erlangen. Ja. Das mache ich auch noch fertig. Das sind dann ganz viele Sachen, die wir vorbereiten. Und ja, dann muss ich jetzt noch mal speichern. Dieses hier, Spiel speichern, bestätigen. Und da steigen wir nächste Woche Dienstag wieder ein. Das letzte Wort hat Frau Höhne, bitte. Auf der Seite, ne? Danke, André. Es war total schön. Es hat mir super viel Spaß gemacht heute. Und ich fand super spannend, wie wir so nach und nach in dieses Spiel einsteigen. Ich fand die Diskussion im Chat super spannend. Auch wenn es noch ein, zwei Fragen gibt, Parsec, über die können wir nochmal diskutieren. Entweder nächste Woche oder auf dem Discord-Server. Und ich freue mich drauf. Ich wünsche euch wunderbare Weihnachten. Bleibt gesund und bis die Tage. Ja. Tschüss. Gute Nacht.